Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen heute weiter mit der Mission Mr. Walpole, nehme ich an. Das ist nämlich von der nächsten Sequenz. Nein, keine Sorge, wir können auch hier... Ich hole jetzt mal kurz die... Munition. Ich muss nämlich Munition holen. Ja. Kaufen. Kaufi. So. Gut. Haben wir auch alles gekauft. Helfen wir kurz den Piraten hier oben. Dann geht's weiter mit der nächsten Mission. Ja, perfekt. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Dafür gibt es zumindest 100 Real. Aber wir wollen ja, wie gesagt, nach wie vor einmal eine Hauptmission machen. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ich weiß auch tatsächlich, was auf mich zukommt. Da ich halt einiges schon ein bisschen weiter geguckt habe. Starten wir auf jeden Fall. Mit Sequenz Nummer 2 sind wir mal noch. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Si, señor Walpole. Entre, por favor. Na dann, einmal rein damit. Ich habe zwar einige eurer besten Männer umgebracht, aber... Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Ja, ich war ja schon mal hier, als ich die Kisten eingesammelt habe und die Geheimnisse gemacht habe und so. Boah, 2-3 Folgen war das, glaube ich, da war ich. War ich schon mal hier. Da sind wir. Guten Morgen, Sir. Moin. Bin ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Junior, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. So. Okay. Ihr habt meine besten 2 Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich 8, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch änderten sie in eine Stimme. Leider. Hört, hört. Und durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe die Kugel fasst und nicht andersherum. Ihr solltet einen englischen Freund von mir treffen, Julian. James, er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Gut, hab was. So, dann sollen wir mal den... Dann... fortsetzen. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Na, ich glaube, wir kriegen jetzt unsere versteckten Klingen, ne?
trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. Cool, jetzt haben wir unsere versteckten Klingen endlich. Sehr geil, freue ich mich. Zwei Klingen, so will es der Brauch, Rui. Brauch, hi. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Kann ich versuchen. Nicht. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? So. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Nichts, was wir nicht schon gemacht hätten. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Ein cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Okay. Klar. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ieb! Sehr schön. Also wie gesagt, das ist ja nicht so was, dass wir das nicht alles schon so kennen. So, wir sollen wieder den Gastgebern folgen. Na dann, auf geht's. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar. Piraten jagen. Ups. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren. Oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Wir werden uns mit Sicherheit wiedersehen. Großmeister Torres. Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Okay. Endlich beisammen.
und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Okay. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Ich kann mal weg, Alter, Mann, ich seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald, denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. So. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen. Der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. So, Mission. Ben, habe ich die Schießauswahl noch nicht abgeschlossen? Ach, scheinbar habe ich die tatsächlich nicht herausgefordert. Ach so, ich hätte den annehmen müssen. Ich hätte ja nicht auf Fortsetzen klicken müssen, sondern die Herausforderung. Okay, ich dachte, wir hätten noch was machen müssen. Aber egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft auf 90% diese Mission. Auch die hat mir sehr gut gefallen. Das Clown habe ich gemacht, während wir die da an ihre Karte gequatscht haben. Cool. So. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. So. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Okay. Machen wir so. Gut, das wäre dann die nächste Hauptmission. Jetzt holen wir schnell noch den Kurier hier. Verdammt, das ist Kenway! Der Pirat, lauf! Ah, Edward! Pirat, lauf, wenn er nur nicht mehr. Jetzt musst du sogar noch arbeiten, schnell. Ich will eigentlich schnell. Komm her, mein Freund. Du bist aber flink. Flink unterwegs. Edward! Pirat! Lauf her an eurem Leben hin! So. Haben wir geschafft. Den Kurier haben wir ausgenommen.
Die nächste Mission, die uns dann ansteht, ist da oben. Die würde heißen, der Mann, den sie den Weisen nennen. Okay. Machen wir kurz mal einen kleinen... Wir fahren kurz darüber. Ne? Und in der nächsten Folge geht's dann tatsächlich weiter mit einer Hauptmission natürlich, weil wir ja, wie gesagt, alles an Nebenquests mittlerweile ja abgearbeitet haben, außer halt, wie gesagt, diese immer wieder aufbleiben, wenn wir Piraten holen oder was auch immer. Ich wollte jetzt mal kurz markern. Die Quest, die ist hier vorne irgendwo. Ich bleib auf jeden Fall bei den Schwertern. Gut, in der nächsten Mission gehen wir diese Mission an. Bis dahin, tschüss.